Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Ja, ich befinde mich nach wie vor noch hier in meinem kleinen, bescheidenen Heim. Hab aber die Nacht genutzt und weiter Woodwalls bzw. diese Woodwall Curved hergestellt. Und auch gleich eine Wood Foundation, damit wir da hinten endlich mal zubauen können. Das ist ja schon länger überfällig. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt gleich mal. So, will ich das haben? Ja. Ach komm. Echt jetzt? Ja, das hat man doch schon mal. Eieieiei. Fängt ja schon gut an hier. Da. Dann einfach nochmal. So, so. Und, Wood Foundation war das. Okay, Nägel, glaube ich, habe ich aber noch. Ja, habe ich noch. So, nochmal Wood Foundation Full. Einmal, bitteschön. So, dann platziere ich halt in der Zwischenzeit hier diese Curved Wood Wall. Na, wo ist sie denn? Da ist sie. Auf 6 ist sie. So, jetzt da. Dann dürft ihr jetzt auch gleich. Ja, sie ist fertig. Probieren wir es nochmal. Nein, da sollst du nicht aimen. Back. Zudele. Wäre doch gelacht. Hier noch eins hin. Und hier noch das letzte. So, und schon ist mal unser, ja, kleines Rondell hier fertig. Damit ich zumindest ein bisschen einen Schutz habe. Und ich würde ganz gern nach dem Hasen schauen, wie es dem so ergeht in der Zwischenzeit oder ergangen ist. So, das kann alles rein. Mal gucken. So, Closed Door. Damit hier kein ungebetener Gast reinkommt. Ah ja, mittlerweile ist er hier wieder bei vollem Leben. Jetzt weiß ich nur nicht, das ist glaube ich die Levelanzeige. Darüber, na, wie geht's dir, Häschen? Ein Low Grade Rabbit Meat, ein Close. Vielleicht robbt er mit einem höheren Level dann ja mehr Fleisch, wenn ich den schlachte. Muss ich aber ehrlich gesagt selbst noch herausfinden, weiß ich jetzt gar nicht. Ich brauche nur wieder Munition, so wie ich das gerade sehe. Craft, craft, craft. Und ein paar Schuss wieder. Bevor ich hier rausgehe. Und dann schauen wir mal, vielleicht bekommt ja der Hase heute ein bisschen Gesellschaft. Kaninchen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Kaninchen finden, denn normalerweise müssten sich die vermehren. Was ich mitbekommen habe, das müsste funktionieren. Und das wäre natürlich perfekt. Ich dachte dann bald kleine, ja, Kaninchenbabys hätte. So, hier noch ein Huhn. Vielleicht so eins wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, jetzt oder? Aufs zweite Mal. Okay, perfekt. Da wollte ich sowieso hin, weil da steht die Kiste. Jetzt eher irgendwie unten zielen, also nicht unbedingt diesen lebensnotwendigen Bereich. Ja, so will ich das. Hey, da ist ja gleich noch eins. Probieren wir es hier auch. Vielleicht habe ich hier nochmal Glück. Soll's erstmal rennen. Weil dann nehme ich das nämlich auch gleich mit. Ui, Level 3er Wolf. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht.
komm. Ist das tot oder ist das nicht tot? Ich glaube, das ist so halb tot. Den Wolf habe ich noch. Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch? Nur noch 3 Schuss, dann ist das zu wenig. Da sollte ich doch erst ein paar Schuss erfordert haben, bevor ich mich mit dem anlege. Aber gar nicht schlecht, dass ich hier rumgehe, denn ich sehe schon wieder eine Kiste. Natürlich dankend annehme. Baumaterialien, sehr gut. Ui, Nägel. Perfekt. Kann ich gut gebrauchen. So, dann nichts wie hin zum Stall. Dann packe ich hier gleich mal beiden Hennen rein. Oh, ja, das ist mittlerweile, ja. Das ist schon tot. Da war ich wohl zu langsam. Aber dann kommt es auch gleich da drauf. Stelle ich mir einfach die restlichen 9mm Patronen her. Ui, 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 ui. Nichts rauswerfen. Das wäre nicht gut. Und während das da vor sich hin köchelt, schaue ich gleich mal in der Base Command Unit, was ich denn als nächstes crafte. Refinery Prozessor. Oh. Rohes Eisen. Oder baue ich mir einfach mal diesen Woodburner. Den. Damit ich mal Nahrung kochen kann. Wo stelle ich den nur dann hin? Stelle ich. Ich muss natürlich meine Ding hier auch noch platzieren. Platziere ich am besten gleich. Denn ich will ja da auch irgendwie in mein geplantes zweites Obergeschoss kommen. Wo stelle ich die hier hin? Hier so schräg geht nicht wahrscheinlich. Nee, geht nicht. So oder wie noch? Wie geht's sonst? So ist doof. So bringt's mir nix. So vielleicht? Ah, auch nicht so toll. Erstmal das Hühnchen verspeisen. Da geht jetzt nicht, oder wie? Jetzt. So. Wie baue ich das am sinnvollsten? Mitten im Raum wäre es natürlich auch nicht schlecht. Wird schön aussehen. Aber es geht ja hier nicht ums schön aussehen. Ob das... Ah. Das scheint mir doch ganz gut auszusehen. So baue ich es jetzt auch. So, zapp, zapp. Dann steht nämlich hier im zweiten Geschoss nichts mehr im Wege. Und hier unten kann ich zur Not immer noch was hinstellen. Perfekt. Dann platziere ich in der Zwischenzeit gleich mal diesen Woodburner. Vorausgesetzt, ich habe genug Ressourcen. Das glaube ich dürfte aber normalerweise machbar sein. Ich brauche nur ein paar Wooden Planks. Dann kann ich mir den auch herstellen. Kommt dann hier hinten hin. Vielleicht hier vorne, je nachdem. Schauen wir mal, wie viel Platz der einnimmt. Werden wir gleich rausfinden. Ui, 7 Stück braucht er. Leder habe ich. Weil alles andere macht aktuell weniger Sinn. Drill for water. Und da habe ich nicht genügend Maß und nicht genügend Energie. Lockpick kann ich noch nicht, so verbrauche ich nicht. Ist ja nur kosmetisch. Also nur zum schön ausschauen. Nee, der Woodburner wird's.
Okay, einmal wurden Plank wird noch hergestellt. Und dann wird auch gleich der Woodburner hergestellt. Damit da mal unsere Base auf Vordermann gebracht wird. So, der Rest kann wieder rein. Geht's denn eigentlich den Tieren da draußen nicht, dass die verhungern? Da sollte ich bald mal schauen, dass die was zu essen bekommen. Kurz den Woodburner, da ist er ja auch schon. So, wo stelle ich ihn hin? Nimmt nicht allzu viel Platz ein, eigentlich gut wie gar keinen Platz. Direkt neben mein Bett könnte ich ihn stellen. Aber es kommt ja der Kühlschrank später auch noch. Hier den neben mein Bett und dann einen Kühlschrank. Ja, das mache ich jetzt so. Da kommt er hin. So, schaut das aus. Ich war nicht, dass das doof aussieht. Cool. Geht da draußen ein Kamin vorbei? Nach oben? Nein. Verschwindet in der Wand. Aber gut. Sei es drum. So, Render Fat. Ah, jetzt kann ich mir meinen eigenen, ja, Biofull herstellen und habe auch immer schön warme Füße beim Schlafen. Ist ja auch nicht zu verachten. So, ich brauche Nahrung. Meine Tiere brauchen auch Nahrung. Level 2, uninteressant. Ich brauche möglichst was Einfaches. Und am besten auch ein paar Kisten. Oh, ich habe nur 4 Schuss, sehe ich gerade. Da muss ich sparsamer umgehen mit meiner Munition. Darf ich erstmal keine Hühner jagen. Hier sehe ich ja schon einen Munitionsbehälter. Umso besser, da ist wieder ein bisschen was drin. Hier dürfte normalerweise, wenn ich Glück habe, ein paar, ja, Nahrungsfrüchte drin sein. Nein, in dem Fall nicht. Dann sollte ich mir als nächstes unbedingt den Pflanzdruck da herstellen. Das gibt. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Oh, da ist der Bär. Na, bitte nicht. Zur Base, zur Base, zur Base, zur Base, zur Base. Hehehehehe. Ui, ui, ui. Der wird da nicht hier reinkommen. Was geht's noch? Puh. Leise sein. Heißt jetzt. Na komm, verkrümel dich. Ich weiß nicht, ob mir der die Base zerlegen kann. Könnte es mir gut vorstellen, weil die ganzen Wände ja auch Hitpoints haben. Kann ich mir irgendwas herstellen, um den da loszuwerden? Ich baue mir ja auch eine Shotgun, wenn es sein muss. Ah, ich glaube, ich habe die nötigen Materialien. Ah, komm mal her, du Bär. Jetzt reicht's mir hier. Oh, Shotgun, na, nicht ganz. Woodplanks. Aber das dürfte normalerweise 5 Woodplanks. Ja, 5 Woodplanks bringen zusammen.
Der Rest kann alles gleich rein, was nicht mehr benötigt wird. Dann jage ich einen Bären. Ich hab die Schnauze gestrichen voll von dem Typen da draußen. Gibt's heute Abend Bär. So, dauert nur noch kurz. Bevor ich nach draußen gehen kann. War zum Glück ein Level 1er Bär, von daher dürfte das machbar sein. Zur Not stelle ich mir auch noch ein paar 9mm her. Gleich in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht, wohin der gegangen ist. Oder er steht hier immer noch hinter der Tür. Zumindest sehe ich ihn nicht mehr. Aber wenn er mal in die Nähe kommt, dann bekommt er eine Ladung ab. So, Shotgun. Hehe, die wollte ich mir sowieso schon mal herstellen. Das ist jetzt der perfekte Grund dafür. Soll er nur herkommen? Der Bär. Ich bin gerüstet. Aber den Rest packe ich lieber alles rein. Da unten mache ich auch gleich mal ein bisschen Platz. Eins rüber, eins hier rüber, eins hier rüber und eins hier rüber. Für die Shotgun gleich mal Platz gemacht. Dann geht's auf Großwildjagd. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Eine Schrotflinte. Oho. Ui, das macht Spaß. Ich glaube, das könnte lustig werden. So, Bär, wo bist du? Wo bist du, Bär? Geladen. Na, Bär sehe ich nicht mehr. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht unnütz die Munition verballern. Und daher, wenn mir ein Level 1 Bär begegnen sollte, dann, wie gesagt, scheue ich nicht, die Schrotflinte einzusetzen. Vorausgesetzt, da ist irgendwo einer. Da oben sehe ich Kisten. Aber mit der Shotgun fühle ich mich auf alle Fälle schon mal sicherer. Also mit dieser billigen Pistole. So, leider keine Nahrungskiste. Ui, aber Nägel in Hülle und Fülle. Wo war jetzt die zweite Kiste? Die war doch da irgendwo. In der Nähe. Ah. Wieder Lockpick required. Ah, kein Glück hier. Irgendwo noch was Essbares, denn mein Charakter bekommt auch schon Kohldampf. Nein. Geht schon wieder los mit Your Melionist. Nix. Nichts zu essen. Sag mal. Hm, Level 3 Wolf. Muss es denn zwingend in der Level 3 sein? Kann es nicht irgendwie Level 1er Wolf sein? Da oben, glaube ich, war noch einer, oder? Treibt noch ein Bär sein Unwesen. Hier kurz. Oh, ein Level 1er Wolf. Ja, Wolf. Grüß Gott, Herr Wolf. Wollen Sie Bekanntschaft machen? Bekanntschaft mit meiner Schrotflinte? Jetzt geh her. Okay. Ich habe herausgestellt, die Schrotflinte
ist wirklich nur zu empfehlen für den, ja, ganz, ganz nahen Gebrauch. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber gut. Das kann sich ja noch ändern. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin, euer Warhead. Ciao.